So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pixel Car Racer. Wir sind zurück und letztes Mal haben wir uns einen wunderschönen Rocket Bunny S13 aufgebaut hier. Das ist unser kleines Baby, was wir haben, unsere Kira, die wir gerade hier fahren. Und ihr seht auch schon, ich habe ein paar My Credits. Das liegt einfach daran, ich habe das Spiel ein bisschen offscreen gespielt, habe mal ein paar Runden gedreht, damit wir auch ein bisschen Geld haben, um hier in den Folgen ein bisschen was zu machen. Vielleicht auch heute den Nissan zu tun oder uns vielleicht den Golf zu kaufen. Ich bin noch nicht sicher, vielleicht machen wir beides. Aber bevor wir das heute machen, werden heute erstmal Kisten geöffnet. Wir haben 37 Stück. Ich habe einmal 25 gekauft, die restlichen habe ich gewonnen in Rennen und allem drum und dran. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir heute mal so ein kleines Unboxing in-game und schauen mal, was das schöne Preise gewinnt. Vielleicht auch geile Teile für den Wagen, vielleicht auch geile Teile für den nächsten Wagen und vielleicht auch teure Teile, die wir vielleicht verkaufen können, um uns ein geiles Tuning zu leisten. Wir werden mal schauen, wir fangen einfach mal an. 37 Kisten erwarten uns heute und ich würde mal sagen, Kiste Nummer 1 sind einmal wunderschöne Felgen, ist sehr geil. Dann machen wir mal weiter, was haben wir noch? Wir haben, ist Luftfahrwerk, ne? Es gibt mir auch richtiges Luftfahrwerk, habe ich mal Kumpel gesehen, die habe ich nämlich auch, also alle aus unserer Crew hier, nennen wir es mal, sind voll angefixt von dem Spiel und man kann Luftfahrwerk einbauen und während der Fahrt sogar hoch und runter fahren, das ist natürlich ziemlich geil. Nebenbei, wenn es zu tief ist, verlierst du Geschwindigkeit, weil du schleifst. So, wir haben neue grüne Bremsen, ja, auch nicht schlecht. Nochmal ein paar Felgen, ja, die haben auch was. Dann, was haben wir dann? Wir holen uns den Golf heute. Wir haben einen 2JZ-Motor gewonnen. Bitch. Ja, war ein 2JZ-Motor, oder? Ich habe auch keinen Scheiß gelabert, ne? Wir haben einen 2JZ-Motor. Ah, ist das geil. Ja, wir werden uns heute den Golf holen. Warum? Ja, weil ich den scheiß Golf 7 mit dem 2JZ-Motor haben will. Einfach aus Prinzip. Geil. Da fängt er schon mal gut an mit den Crates. Weiter geht's. Wir haben schön Turbo. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Teile sind. Das werden wir alles nach erstmal rausfinden müssen. Ein paar Felgen. Ja, die werden wir verkaufen. Die finde ich gar nicht so schön. Die finde ich auf gar kein Auto geil. Oh, einfach mal 100.000 Cash. Geil. Nehmen wir gerne an. Noch ein paar Felgen. Die kommen auch schnell weg, weil die aussehen wie die anderen. Nur andersfarbig. Wir haben ein schönes Menü bekommen. Hot Rod. Dafür brauchen wir einen Ami. Für das Menü brauchen wir für einen Ami, weil Flammen packe ich nie auf ein JDM oder ein europäisches Auto. Wir haben Carbon Fiber als Vinyl. Wir holen uns den Golf heute. Oh, ich habe ganz, ganz böse Ideen im Hinterkopf. Wir haben einen Kompressor bekommen. Nochmal 35.000 Cash, nehme ich gerne an. Nochmal 10.000 oben drauf, nehmen wir auch gerne. Die Felgen waren geil. Wir holen uns heute den Golf. Meine Fresse, das Spiel will ja, dass ich mir den Golf heute hole. Ich habe gerade so ein bisschen so Gedanken vom Kopf. Das wird sehr lustig. Hallo, C-Cleaner. Dankeschön. Ich wollte schon fragen. Da war nämlich der Hinweis gerade ein bisschen im Bild. Sehr gut. Nochmal 5.000 Cash. Nice. Vielleicht knacken wir noch die Millionen. Spätestens werden wir, sagen wir mal, wenn wir die Teile verkaufen, werden wir die Millionen höchstens knacken. Das soll kein Problem sein. Oh, wir haben 50-52 gewonnen. Ui, nice. Ein Surfboard. Ja, okay. Auch nicht. Die Felgen sind auch sexy. Auch nicht schlecht. Mein Gott, es sind einige geile Felgen dabei. Street Seven. Ich werde gleich mal ein bisschen was auch auf den Nissan mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja was auf den ganz gut aussieht. Schauen wir mal. Nochmal 20.000 Cash. Ah, geil. Wir haben Reifen bekommen. Aber die so leichten, so blau-grün Stich haben. Also ich schätze mal, auch wenn du einen Burnout machst, werden die dann farbigen Qualmrock gehen. Das ist natürlich geil. Nochmal Street Style. Das hatten wir schon einmal. Da können wir also höchstens eins einfach mal von ticken. Rising Sun. Das könnte gut für den Nissan sein. Mystic Flame. Mein Gott, wir kriegen ja ganz schön viele Vinyls gerade. Meine Fresse, da kann ich die ganzen Autos voll zutackern mit. Nice. Noch ein paar Felgen. Nice. Kommt wieder weg. Die finde ich immer noch nicht schön. 5.000 Cash. Nice. 8 Kisten haben wir noch. Es gibt ja viele Felgen auch als Deep Dish. Die sind halt dann wirklich so einfach Tiefbettmäßig auch hier angehaucht. Das könnte beim Nissan hier auch geil kommen. Sind zwar so grün, aber vielleicht ziehen wir die gleich trotzdem mal testweise auf. Einfach mal um zu gucken. Neue Sitze. Oh, nice. Geil. Nochmal Bremsen, die haben wir schon einmal bekommen, dann können wir einmal ein bisschen verticken. Noch ein paar Felgen. So, 3 Kisten sind es noch. Rising Sun haben wir noch einmal. Noch ein Surfboard können wir auch verticken. Und zuletzt ein Abschlepphaken. Okay, sehr, sehr geile Teile dabei. Sehr geil. Wir gehen mal kurz die Vinyls durch, mal gucken, wie die aussehen. Will ich mich mal kurz gucken, wir können den Hook anbringen. Wir haben einmal Taillight Tin, haben wir schon. Ich muss mal kurz gucken. Dann haben wir Surfboard. Das sieht auf dem Nissan sicher ziemlich beschissen aus. Ja, das werden wir auch nicht drauf machen, keine Sorge. Das haben wir schon. Verlierung.
hier? Nee. Ach, da sind die, sorry. Wir haben Mystic Flakes. Okay, nee, gefällt mir nicht so geil. Dann haben wir Flammen. Ja, wie gesagt, das kannst du nicht auf dem JDM draufpacken. Das wirkt einfach nicht richtig. Street Style. Das ist ganz geil an sich. Aber ich muss sagen, ich mag unseren lila Look ganz gerne. Wir werden mal die Rising Sun durchmachen. Ah, nee, ja, wir haben zwei verschiedene Street Style. Ah, okay. Oh, Schwarz ist geil. Schwarz ist sehr, sehr geil. Schwarz könnte ich mir auf dem Wagen jetzt auch vorstellen. Dann haben wir Carbon Fiber. Ah, das sieht gar nicht mal so geil aus. Weil das sehr, sehr grob körnig ist, drücken wir es mal liebevoll aus. Mal gucken, ob wir das auf irgendein Auto draufpacken oder ob wir es verkaufen. Rising Sun. Das ist ja geil. Also das Rising Sun ist durchlässig. Oh, wir haben noch ein Rising Sun. Wo ist der Unterschied? Der Scheiß, wo ist der Unterschied? Ah, ne, ist gar kein Unterschied. Ich glaube, wir machen das Rising Sun drauf. Habe ich die weiße Farbe? Der ist original weiß, ne? Nee, original war der blau. Wir bräuchten theoretisch für Nissan weiße Farbe. Warte, das machen wir mal. Ich habe den hier aktuell lila. Ich hole mir mal ganz kurz im Shop. Wir verkaufen dir auch Teile, keine Sorge. Das wollte ich nicht. Genau, wir gehen jetzt. Doch, da wollte ich hin. Wir kaufen nämlich mal weiße Farbe für den Nissan. Weil das Rising Sun könnte mit weiß ziemlich geil aussehen. Wenn ich weiß finde, wo ist denn weiß? Wo ist denn hier weiß? Magenta, pink. Alle Farben des Regenbogens, aber kein scheiß weiß. Ich will doch nur weiß. Oh, jetzt habe ich irgendwas verpurchased. Ja, geil. Ich will das gar nicht kaufen. Hör auf. Warum haben die kein Weiß? Was habe ich im Inventar Weiß? Olivenmatt. Ja, scheiß drauf, behalten wir die Farben mal. Irgendwann werde ich es immer mal brauchen. Aber ich will Weiß haben. Wo gibt's denn hier Weiß? Ich sage, dass hier kein Weiß dabei gibt. Was ist das denn für ein Shop, Alter? Da, Weiß. Mein Gott. So, jetzt. Weil mit dem Rising Sun könnte nämlich ziemlich geil aussehen mit weißem Hintergrund. Das wollte ich nicht. Ja, das machen wir erstmal so. Ich mache die erstmal weiß. Gucken wir mal kurz. Wir haben noch andere Felgen gewonnen. Die kommen nicht drauf. Da, wenn wir in solchen in der Richtung, diese Deep-Dish. Das sieht natürlich sauer. Hat schon ein bisschen was, ne? Vielleicht haben wir noch andere Felgen. Die jetzt besser passen würden, vielleicht von der Farbgebung her. Könnte man alles machen, ne? Ich finde, das gibt einige sehr geile Felgen dabei. Das waren die hatten wir vorher drauf, ne? Die gehen immer noch vom Style her. Ich glaube, die lasse ich auch. Die machen wir mal so. Gut, machen wir den Nissan erstmal so. Das machen wir erstmal vielleicht. Abstellparken wir vielleicht auch dran. Jetzt gehen wir aber erstmal, wir gehen mal kurz in den Shop. Ich will mal kurz gucken, ob die Teile, die wir alle bekommen haben, sau teuer sind oder nicht. Der 2JZ, was bringt denn der? 1,7 Millionen! Ne, verkaufe ich aber nicht. Weil den 2JZ, den verkaufe ich nicht. Weil den kann man, glaube ich, auch gar nicht kaufen. Ne? Den kann man, glaube ich, auch gar nicht. Kann man den 2JZ kaufen? Den 2JZ kann man nämlich gar nicht kaufen. Aha, deswegen behalten wir den erst recht. Wir gucken mal, was haben wir alles an Teilen bekommen? Wir haben Bremsen bekommen. Inventar. Könnte man theoretisch auf den Nissan und auf den Golf anbringen, aber ich weiß nicht, ob grün so im Nissan so steht, deswegen einmal verkaufen wir es mal. Weil das steht im Nissan nicht so. Warte, haben wir hier noch was? Hier haben wir nix. Felgen haben wir genügend. So. Dann verkaufe ich nämlich die, die ich alle nicht haben will. Die können weg für 10.000. Die können weg. Die können weg. Die behalte ich. Die können weg. Die finde ich zu geil. Die können weg. Ich verkaufe erstmal, wie gesagt, wir verkaufen alle Felgen, die wir jetzt nicht auf sind. Die behalte ich mal, weil ich die ganz nice finde. Die verkaufen wir, weil die gut Geld bringen. Die bringen auch gut Cash. Weil ich komme entweder die oder die, wo sind sie denn? Die, ne, wo sind die anderen denn? Da, oder die, brauche ich, die kommen dann auf den Golf hier drauf, die forged. Und die können, 382.000 haben die gebracht, Alter. Wir haben gerade 1,5 Millionen Credits, Alter. Wir werden den Golf mal gleich richtig auf die Fresse pumpen, aber richtig hart. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, sonst waren keine wichtigen Teile, die ich jetzt unbedingt verkaufen müsste, ne? Ne, wir gehen jetzt erstmal ein neues Auto kaufen. Wir gehen erstmal ein neues Auto kaufen, würde ich behaupten, weil ich Bock drauf habe. Dealership, so. Ich weiß, wer empfiehlt, man kann das Spiel zu viele tolle Autos, der kauft sich auch in dem Spiel einen Golf. Ja, macht er. Ich weiß nicht, ob ich Golf 4 oder Golf 7 jetzt nehme. Golf 4 ist geil, Golf 7 ist aber auch geil. Es gibt Golf 4 und 7. Und es gibt ein Corrado mittlerweile, was ziemlich geil ist. Ist im letzten Winter-Update reingekommen, der Kollege. Ist denn der, ich will versuchen, das überhaupt mal ein Golf. Wo der ist, was man nicht sortieren kann. Da ist der Golf 4. Golf 4 oder Golf 7? Scheiße.
Ich finde Golf 4 halt sau brutal schön. Ich finde Golf 4 einfach super schön. Was nehme ich denn jetzt? Gucken wir mal kurz bei den Golf 7 nochmal an. Golf 1 nehme ich nicht, weil der Golf 1 wird hier für mich unförmig, weil die Felgen wirken im Verhältnis zu groß. Das ist der Golf 7. 12.000. Machen wir Oldschool oder? Also wie viel Speed hat denn der standardmäßig? 3,5 nennen wir es mal ungefähr. Der Golf 4 hat... Kabelbond an der Motor ein, deswegen ist es eigentlich eher irrelevant, aber ist mir egal. Nur das Prinzip, mal kurz nachgucken. Wo ist denn der da? Der Golf 7 ist halt schon schneller, ne? Nein, wir nehmen Golf 4. Ich nehme Klassiker. Wir nehmen den Klassiker und wir nennen ihn... Ich habe beschissener Name, ist nennen ihn Olf. Das ist Olf der Golf. Olf der Golf finde ich super. Bam. So, wir haben Olf, Bitches. Wir bauen jetzt Olf auf. Olf wird aufgebaut. Wir müssen ein Bodykit eigentlich für Olf kaufen. Theoretisch. Wir bauen Olf erstmal so weit auf, wie wir möglich haben. Deswegen gehen wir einmal wunderschön erstmal durch. Wir gehen in Teile. Erstmal muss Olf ein Design haben. Und dann suchen wir gleich wegen Bodykit. Hot Rod. Mal gucken wir mal. Nee, nicht für Olf. Olf kriegt kein Hot Rod. Nein. Na, vielleicht. Carbon Fiber, ich hab gedacht, das wäre voll cool, aber es wirkt halt einfach zu grobporig. Das passt nicht zu Olf. Nee, das ist nicht passend zu Olf. Wir packen erstmal das drauf, hier obwohl. Wir haben vielleicht auch eine schöne Farbe. Vielleicht kriegen wir eine schöne Farbe. Wir haben jetzt Midnight Purple, können wir theoretisch draufböllern. Wir haben ja auch Olivenmatt theoretisch. Oh, das könnte böse werden. Wir packen das erstmal drauf. Wir machen erstmal Olivenmatt. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier alles? Wir haben einen Hooker rumliegen. Wir machen erstmal ein paar Teile dran, wir können immer noch zurückbasteln. Okay, den haben wir schon. Surfboard machen wir nicht drauf. Das kommt, wir holen uns wieder noch ein Kombi, da packen wir das drauf. Blue Lug Nuts machen wir einfach mal drauf. So, sieht man auch nicht, weil die Felgen das nicht unterstützen. So, Bodykit haben wir aktuell noch nichts. Wir können den Stock Spoiler anbringen, den hat aber Kira schon. Sitze können wir dadurch einbringen. Bringen minus 90 Gewicht. Brauchen wir einfach mal ein, warum nicht? So, Bodykit haben wir, glaube ich, nichts frei. Theoretisch, hinten können wir Rocket Bunny anbringen. Wollen wir aber nicht. Ich finde das gar nicht mal so geil, oder? Nehmen wir Rocket Bunny hinten nicht. Wir gucken mal. Wir gucken so und kaufen uns wirklich einfach nochmal ein Bodykit. So, haben wir hier soweit alles. Jetzt gehen wir mal rein. Wir brauchen schicke Felgen und ein Fahrwerk und so. Wir haben ja theoretisch ein Luftfahrwerk. Sollen wir mal gucken. Wir gehen mal auf Felgen. Da habe ich nämlich einige, die ich mal ausprobiert. Nicht die zuerst. Ich will erst mal gucken, wie andere aussehen. War auch nicht verkehrt. Ja, die gehen auf den Golf halt immer, die Felgen. Ne? Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Die gehen auf den Golf halt immer. Aber Deep Dish, ja, wir nehmen Deep Dish, machen wir mal. Vielleicht muss ich auch die Farbe des Wagens dann anpassen, weil die Felgenfarbe ist halt schon, ich nenne es mal relativ krass, ne? Das ist schon krass. So, gucken wir mal. Bags. Kann ich den hoch und runter fahren damit, oder ist der einfach echt... Ich glaube, damit ist er einfach nur richtig auf die Fresse gedroppt, oder? Das ist ein Luftfahrwerk. Müsste eigentlich ein Luftfahrwerk sogar sein. Er ist mir eigentlich schon damit zu tief. Also eigentlich ist er mir zu tief. Grüne Bremsscheibe, mein Gott, die Farbe ist ein Regenbogen, wenn ich hiermit fertig bin. Und die Slicks haben wir auch noch. Haben wir noch irgendwelche Teile bestimmt? Ja, jetzt kommt es nämlich. Oh, wartet. Bam. Wir haben einen Engine Swap. Wir haben einen 2JZ Golf 4, Bitches. Oh ja. So, Nitro haben wir noch keins. Wir haben aber Turbos. Wir haben theoretisch. Das Ding ist ein Kompressor, ne? Turbo bringt 840 PS. Oh, die Tur. Ich müsste mal gucken, was die Turbos mir bringen, wenn ich die verticke. Aber erstmal bauen wir die Leistung ein. 840 ist beides dasselbe, ne? Ja, dann bauen wir natürlich den hier ein. Der ist schon bei Kira drin. Der kommt beim Olf rein. So, dann haben wir das. Gucken wir mal kurz. Können wir hier noch was wissen? Dann haben wir noch ein paar Teile hier. Wir haben Stock Intake. ECU haben wir auch noch nichts. Außer müssen wir noch einen kaufen. Okay, dann haben wir hier noch nicht mehr, ne? Okay, der liegt eindeutig zu tief. Alter, das geht gar nicht klar. Kann ich den irgendwie einstellen, dass er höher liegt? Kann ich da irgendwas einstellen? Ah, hier. Ah, geil. Ich kann die White Height sogar einstellen. Weil ja, ich weiß nicht, ob es Luftfahrwerk ist. Könnte aber sein. Wir machen mal minus 3. Ah, das ist mir noch ein bisschen zu niedrig. So sitzt er gut. Oh, ist der geil. Alter. Ist das geil. Okay, haben wir das schon mal. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen mal shoppen. Wir können mal den Kompressor nebenbei auch mal verticken. Müsste ich aber Turbos hier verticken können. Oder? Genau, 29.000, ja, weg damit. So,
Jetzt gucken wir mal, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine fette Tröte für den Golf. Wir brauchen eine richtig fette Tröte. Wir haben Cash, wir können beim Golf jetzt mal richtig in die Taschen greifen. Wir können auch so eine Assi-Pipe nehmen, theoretisch. Kostet alles zu viel. Also 5.000 gebe ich jetzt nicht für einen Auspuffrohr aus. Wir wollen sie nicht direkt übertreiben. Nice, hab ich jetzt durchgescrollt. Scheiße. Ne, wir nehmen normalen, ich nehme keinen Dual. So, jetzt machen wir 10.000 für den Auspuff ausgegeben, kann man auch mal machen. So Turbo haben wir, wir brauchen einen Luftfilter. Wir brauchen mal richtig Bums. Ich werde den Golf jetzt mal richtig schön auf Rest gehen. Was kostet der teuerste Luftfilter hier? Modscoop, ach du Kacke. Nee, das will ich nicht. Geil, man kann sogar so einen Luftfilter das auf der Haube machen. Boah, das wäre natürlich irgendwie bei so einem Golf, wäre das ein bisschen hardcore, oder? Ich glaube, beim Golf wäre das ein bisschen hardcore. Nehmen wir erstmal den Honeycomb, den machen wir drauf. Das wäre zu krass, oder? Das kann ich nicht machen. Nee, das kann ich nicht machen, das sieht auch kacke aus, ist wahrscheinlich. Mir wurde doch gesagt, ich soll Chip-Tuning mal machen. Machen wir natürlich, was kostet der teuerste Chip? 1,1 Millionen. Das ist ein bisschen teuer. 800.000? Gibt's noch was günstiges? 180.000, das ist super, den nehmen wir. So, ich bin sehr knifflig, was Geld angeht, merkt man schon. Haben wir vielleicht auch eine coole... Oder warte mal, wir gucken mal, haben wir coole Designs vielleicht? Die vielleicht zu dem Wagen passen könnten. Weil haben wir diese blau-grünen Felgen drauf und die will ich eigentlich auch behalten. Und dann müsste ich irgendwas haben, was zu dem Design passt. Purple Crystal. Oh ja, es gibt Community Designs nämlich drin. Woraus, aus welchem Spiel könnte das wohl sein? Von welchem Evo, hä? Was könnten wir denn nehmen? Das ist alles gut Geld, aber oh mein Gott, scheiß drauf. Die ganzen Fast Furious Designs passen nicht. Das könnte ganz cool sein. Könnte, ich bin mir nicht sicher. Das kann auch ziemlich für den Arsch sein. Mystic, warte mal, haben wir nicht Mystic Flex, haben wir gewonnen, ne? Boah, ist das, verticken wir gleich. Weil erstmal kaufe ich hier das eine, weil ich mit den Dingern könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es gut aussieht. Wir haben Mystic Flex, haben wir doch eins, können wir hiervon verkaufen. Da verkaufen wir das rote, weil ich das nicht geil finde. Wir haben Mystic Flex. Ich werde das niemals benutzen. Bam, 2,2 Millionen auf dem Konto, Alter. Der Golf kriegt richtig hart aufs Feuer. Heißt, wir kaufen jetzt mal andere Bremsen, weil wir brauchen natürlich auch Bremsen, die passen zum Wagen. Wir haben aktuell grüne. Das passt nicht. Ich nehme einfach mal lila. Lila ist immer schick. So, jetzt machen wir hier noch ein Bass. Wir brauchen andere Scheibenwerfer. Andere Headlines. Wir nehmen richtig helle. Wir nehmen die schönen 1000k. So, dann. Lacknuts brauchen wir erstmal keine. Ein Fahrrad brauche ich auch nicht. Scheinwerfer machen ein bisschen dunkler. Rückleuchten machen wir auch dunkler. Holen wir uns einen Lieder-Towhook. Was haben wir noch hier? Was haben wir noch? Okay, gut. So, gehen wir mal in die Garage. Bauen wir erstmal weiter am Golf. So, gucken wir mal. Wir haben eine andere Folie geholt. Hier, das Hexa Fade. Gucken wir, ob das aussieht. Das ist schon relativ krass, oder? Ne, wir bleiben beim Olivgrün. Oder nehmen wir Olivgrün oder hat der was so? Ich lasse den erstmal so. Irgendwie von den Felgen her passt es ja. Warte mal, wir haben noch hier ein paar Sachen gekauft. So. Kommt der lila Hooker dran. Bodykit müssen wir noch kaufen. Schon Bodykit, ganz vergessen. Taillight Tint. Headlight. Sehr gut. Und super helle Scheinwerfer, sehr gut. So, das haben wir alles. Jetzt gucken wir kurz. Wir haben hier noch ein bisschen was geholt. Ne, Auspuff konnten wir noch machen. Stimmt, Auspuff. Hier war Auspuff hier. Ne, Auspuff war auch hier, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Auspuff war. So, Motor haben wir. Felgen haben wir. Nitro haben wir noch keins. Turbo haben wir. Turbo können wir schon besseren installieren eigentlich. Lila. Reifen haben wir. Hier ist Auspuff, genau. So, fettes Rohr da drunter, sehr gut. So, Honeycomb, bisschen mehr Leistung. Chip. Theoretisch hätte ich mehr investieren können. Theoretisch hätte ich noch mehr Geld reinknallen können. Wir können gleich mal echt das ganze Geld mal echt für den Golf rauskloppen, weil ich Bock drauf habe. So, da haben wir ja schon mal gut Leistung drin. So, wir gehen nochmal raus.
Weil wir gehen nochmal in den Store. Wir wollen ja Bodykit. Was haben wir denn für Bodykit? Wir gucken mal kurz. Wir haben einmal das Delete-Kit, da kannst du Teile entfernen. Wo ich nicht weiß, will ich das beim Golf machen? Ich überlege gerade. Sticker-Bomb-Kit, nein. Drag-Kit. Wir können theoretisch einfach mal alle Kits mal einmal kaufen, dann haben wir sie wenigstens einmal, weil wir haben das Geld, theoretisch. Das Panem-Kit kostet 1 Million, das ist das Problem. Aber wir können theoretisch mal jedes Kit einmal kaufen. Aber zumindest wir kaufen die günstigen. Das Panem-Kit brauchen wir nicht. Wir holen einmal das Rocket Bunny nochmal. Wir holen einmal das BN-Kit, das Drag-Kit und das Delete-Kit. So, habe ich immer ein bisschen Cash ausgegeben. Das wollte ich nicht. So. Dann gucken wir mal. Welches an dem Wagen am besten aus? Vielleicht machen wir auch eine Kombination aus allem. Kann man ja auch machen. Und einen Flügel brauchen wir vielleicht noch. Gucken wir mal. Rocket Bunny hinten. Na, gefällt mir nicht ganz so gut. BN. Oh, na okay, das Team ist ein Team. Mal gucken, vielleicht machen wir was vorne nochmal. Drag-Kit. Oh geil, da gibt's so Löcher in die Heckschürze und der untere Heckteil wird entfernt. Auch nicht schlecht. Ist auch irgendwie voll böse, ne? Na, gucken wir mal. Wir machen mal weiter mit der... Ich guck mal bei der Front, was wir da so haben. Front Rocket Bunny. Das Böse mit den Flaps und so. Das könnte man theoretisch machen, ey. Der BN-Kit ist einfach nur... Zieh die Karre tief. Drag-Kit sieht kacke aus. Kids auch böse, ne? Da vorne mache ich sogar Rocket Bunny. Bei der Seite müssen wir mal kurz gucken. Boah, der kriegt sogar Kurvenverbreiterung. Oh shit. Bandkit zieht ihn nur tief. Ah, das ist natürlich schon ganz geil, ne? Ich weiß aber der Heckschürze noch nicht, was ich da machen will. Ich finde es ja ganz nice an sich, aber was BN? BN-Wear sieht nicht geil aus. Drag ist zu krass. Oder machen wir OEM? Ne, ich glaube hinten lasse ich das Heck sogar original. So, da lassen wir es original. Okay, original Heck. Jetzt brauchen wir theoretisch noch einen Spoiler. Gucken wir mal. Wo waren die nochmal? Die waren da. Stock-Spoiler? Wir kaufen einmal den Stock. Oh, wir können natürlich auch ein riesiges Heckflügel draufbauen. Drag-Spoiler, Tuck, Rally-Wing. Ich weiß nicht, ob die alle auf den Golf drauf passen. Das ist nämlich das Problem. Der Golf wird nämlich schwierig bei den Flügeln nicht überall passen. Alter, was das für Flügel sind. Wir nehmen einmal den Stock-Spoiler. Drag-Spoiler ist zu krass. Sind alle ready? Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle anbringen kann. Das ist das Hauptproblem. Passen die überhaupt auf den Wagen? Kann man die auf ihrem Hatchback überhaupt anbringen? Sind eh zu krass, den will ich eh nicht drauf machen, aber der hier wäre ganz geil, der ESP-Wing. Ich glaube, den holen wir einfach. Wir holen einfach mal kurz Test bei den ESP-Wing. Wollte ich immer noch nicht. So, gucken wir mal, ob wir die überhaupt anbringen können. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Ach, können wir sogar. Ja, der ist aber schon zu groß. Das ist zu groß. Ja, der ist gut. So ein kleiner Spoiler, der ist gut. Perfekt. Sehr schön, haben wir den Wagen soweit schon mal in der Hand richtig. Jetzt können wir eigentlich mal richtig nochmal Geld in Leistung pumpen eigentlich, ne? Das brauchen wir noch. Den Motor haben wir. Wir brauchen Nitro. Und Kolben brauchen wir mal. Kolben, Nitro und... Luftfilter. Ja, nicht Luftfilter. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ladeluftkühler, genau. Gucken wir mal kurz. Wir brauchen... Ups, wollte ich hin? Ich wollte zum Store. Wir kaufen uns einen fetten Ladeluftkühler. Den sieht man theoretisch, wenn man eben hier die Front abnimmt. Das kann man gleich mal kurz zeigen. Jo, ne, wenn wir nicht übertreiben. Ich bringe natürlich gut Leistung. Aber ich will nicht so viel Geld ausgeben für den scheiß Ladeluftkühler. Wir holen uns erstmal hier den blauen. Blau-grün. Dann brauche ich Kolben. 800.000, 42.000. Ja, komm, 42 gebe ich. Ich will jetzt nicht zu viel Geld direkt auskloppen, ne? Vielleicht bauen wir den Golfer nochmal voll auf. Dann können wir die Teile, die wir jetzt haben, einfach in einen anderen Wagen einbauen. So ist ja nicht. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich wollte? Nitro, genau, Nitro. Was kostet das teuerste? 400.000. Na ja, komm, setz dich gleich mal auf. So, ich gehe immer wieder auf die falschen Sachen. Guck mal so aus dem Golf. Wie gesagt, ist kein Vollaufbau. Vollaufbau werden wir vielleicht nochmal machen. Haben wir. ECU haben wir. Kolben haben wir jetzt auch. Ladeluftkühler haben wir jetzt auch. Jetzt kommt noch Nitro rein. Haben wir jetzt auch. Ja. Alter, ich sehe jetzt gerade die Daten. 403 km/h, 1399 PS aus einem 2JZ Golf. Bitches, geil. Ja, der Wagen ist schon leicht Porno, würde ich behaupten. Ganz leicht Porno. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier Leistungsdiagramm.
Oh, klingt der geil. Oh, ist das geil. Uhui. Das wird nice. Ja, wir haben 1500 PS beim Peak gehabt und 7 auf 59 Torque, das ist natürlich krass. Das ist natürlich leicht krass, geil. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf den Track und schauen mal, was der Golf so drauf hat. Boah, sieht das geil aus mit dem blauen Licht, Alter. Huh, geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein schönes Drag-Rennen, Amateur. Nachts natürlich. Ab geht's. So. Oh. Stimmt, wir können echt hoch runterfahren. Da seht ihr. Hier ist es geil, wir haben Luftfahrwerk, Bitches. Okay, jetzt habe ich mich verschalten, leider. Ja, mal Nitro hinterher, mal gucken, ob wir ihn noch kriegen können. Okay, dann machen wir nochmal neu. Ich habe mich leider verschalten, weil der Wagen am Anfang so Probleme mit dem durchdrehenden Reifen hatte, muss man leider sagen. Ja, was natürlich klar ist, wir haben sehr viel Leistung hier auf Frontantrieb ansitzen. Gut, Olf, da wollen wir mal. Ah, fuck, Fehlstart, Fehler. Ja, sehr gut. Fahren wir kurz zurück. Jetzt sind meine Reifen natürlich leider kalt, scheiße. Und ich bin im falschen Gang. Boah, läuft das gut. Okay, wir kriegen bisher nur auf die Fresse, aber nicht, weil der Golf scheiße ist, sondern weil ich scheiße fahre. Das kriegen wir nochmal besser hin. Dann haben wir nochmal einen Run, wo wir es nochmal vernünftig hinbekommen. Was ist denn hier los hier? Da ist aber... Nee. Okay, das funktioniert so nicht. Mann, Mann, Mann. So, nochmal. Einmal kurz die Reifen aufgewärmt. Ja, vielleicht muss ich die Gänge noch mal ein bisschen abstimmen. Man muss ja so sehen, ob wir einen Reifen kaufen. Das wäre vielleicht nur meine Idee. Weil wir haben noch ein bisschen so unsere Probleme, ne? Obenrum kommt der Golf wirklich sehr gut. Wir haben nur so ein bisschen, ich nenne es mal Traktionsprobleme, so ein bisschen hier und da, ne? Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, weil das sind noch keine guten Zeiten. Ich würde sagen, wir fahren noch mal ein Toge zum Abschluss. Um mal zu gucken, was er da so leistet, weil da haben wir keine Grip-Probleme. Da fahren wir wissen nicht so aus zu langsam standlos. Ich denke, vielleicht sollte man da irgendwas reißen können. So, gucken wir mal. Gucken, ob da mehr geht. Ich bin gespannt. So. Aber ich habe keine Leistung. In welchem Gang starte ich denn? Im dritten? Was soll der Scheiß denn? Okay, dann muss ich nächstes Mal zurückschalten. Das Spiel lässt mich eindeutig einen viel zu frühen Gang starten. Okay, das machen wir nochmal neu. Das machen wir Rewind, sorry. Jetzt, ich bin auch nicht ausgewichen. So, machen wir nochmal neu. Zweiten Gang bitte starten. Was soll das denn? Sonst habe ich auch keine Leistung anliegen. Jetzt habe ich ja echt keine Leistung anliegen. Das ist doch ein Witz. So, aktuell können wir ganz gut wegziehen. Jetzt kriegen wir jetzt auch Speed drauf. Ja, wie gesagt, ich bin ja, der startet im dritten Gang und Problem ist, unser Turbo muss erstmal reinpunchen. Das tut er im dritten noch nicht. Deswegen... Ist der zweite Gang auf jeden Fall schon mal die glügere Alternative. Aber wir haben es geschafft, ne? Toge Kanne. Deswegen will ich mal sagen, müssen wir auf jeden Fall noch in Reifen investieren. Das ist, denke ich mal, der nächste Schritt. Weil wir brauchen auf jeden Fall, ja, bessere Reifen, damit wir eben... Ich fahre mal nochmal einen Lauf, machen wir nochmal. Damit wir eben, wie heißt es, besser wegkommen. Also, dass wir am Anfang ein bisschen mehr Grip haben. Okay.
Das ist smart angeschoben. Alter, das ist smart schnell. Smart ist auch gar nicht so langsam. Das wurde mir auch schon mehrfach in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß, der Golf wird auch höchstens mit dem 2JZ nicht die beste Karre sein. Aber ich habe einfach Bock drauf gehabt, weil wir haben einen 2JZ-Motor. Ich bin Golf-Fan. Fuck. Scheiße, okay, da habe ich verloren. Der Kack-Unfall hat mich jetzt gerade den Sieg gekostet. Scheiße. Ich bin auch mega Golf-Fan und der 2JZ ist ein geiler Motor. Also warum nicht beides kombinieren, ne? Jetzt gerade nur verkacken. Ich sollte mal schalten, Idiot. Ja, sorry. Jetzt bin ich noch ein bisschen verplant. Geil. Ich bin so begeistert von dem Tuning, dass ich gerade nur Scheiße baue. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht schön. Geil. Schön verloren. Sehr gut. Okay, wir machen ein Tor gemacht noch. Wir können ja keine Folge mit einer Niederlage beenden. Das geht so nicht. Das können wir nicht machen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal in schön, bitte. Einmal zurückschalten, bitte. Zweiter Gang. So, jetzt Konzentration. Jetzt kriegen wir das auch hin. Ich will aufpassen, dass der Gegner nicht rankommt, weil die sind teilweise ganz schön zügig, die Jungs. Wie gesagt, ich muss an Getriebeübersetzung, müssen wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Da kann man ja auch einstellen, das ist das Gute. Dass wir da noch mal ein bisschen mehr Bums raus aus dem Golf, beziehungsweise ein bisschen mehr Beschleunigung. Obenrum noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln. Er fällt ja über 400, aber obenrum hier mehr jetzt gerade wird er sehr, sehr träge, der Kollege. Und damit müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ihr seht ja, da war der Gegner schon wieder rangekommen. Also das war nicht weit. Und wir haben eine Quad gewonnen. Darf ich mal sagen? Zwei Quads sogar. Ja komm, machen wir noch auf zum Ende der Folge. Machen wir noch mal zwei Quads auf. Dann gab es heute insgesamt 39 Quads. So, wir gehen weiter auf Cash. Ich will weiter Geld machen. Und ich will machen noch mal ohne schöne zwei Quads auf. Einfach was können. So, einmal noch mal schöne Felgen. Und es gibt nochmal schöne Felgen. Ja, dann gehen wir direkt nochmal in den Shop. Können wir die wunderschön verticken. Obwohl, die eine finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber die werden wir mal wieder verkaufen. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal in unsere Garage. Schauen uns nochmal kurz den Golf an. Wir schauen uns den Golf an. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Pixel Car Racer wieder. Bis dann. Tschüss.